sich ihren natürlichen Souverän. Wer sein Knie nicht beugt, dem wird es gebrochen. Aua! Verdammtes Maul! Aber wirklich! Halt die Fresse, Junge! Geh weg mit der Kugel! Kugel macht mir Angst, ja? Ja. Ah nein! Kugel. Okay. Warum kommen die ja auch alle zu mir? Das ist so ein Sound. Bug, einfach so klingt das. Oh Mann, ey. Mach mal die Kugel kaputt hier. Schmeißen wir ihn doch einfach ins Weltall. Feuert alles. Zerstört die Arche. Gib ihm Sound, ja, wirklich. Warum sehen die Assa so viel cooler aus? Lasst uns her, Cass. Wir haben eine Chance. Nein, Iris. Wir entnähern uns nicht dem Ende. Captain, bring sie uns hier raus. Gerne doch. Festhalten. Eine Rumpfcrew. Aber genug, damit die Arche hält. Sie wird es zur Nexus schaffen. Egal, was es kostet. Sie müssen mit Sarissa über Isharas Nachricht sprechen. Ich möchte Ihnen beiden danken. Das war gute Arbeit. Ich bin stolz. Ma'am. Sarissa. Wir wissen von Ishara. Ihr Log? Dann bleiben Ihre letzten Momente erhalten. Sie haben Ihren Pathfinder... Was ist gerade mit dem Ton hier? Hören Sie. Ich habe ein Leben geopfert, um viele zu retten. Dazu werden wir ausgebildet, Lieutenant. Nur haben Sie es keinem erzählt. Weil Sie sonst nicht Ihre strahlende Heldin wären. Und vielleicht wäre das auch besser so. Ein Pathfinder gibt Ihnen Hoffnung. Sie wissen, was ich meine. Nicht wahr, Ryder? Also ich weiß nicht, was gerade... Was? Hast du es gehört? Mass Effect fällt. Der Mass Effect mit Mass Effect fiel. Realistisch wäre da gar kein Sound. Ja, das ist okay. Nicht bummeln. Vergesst nicht euer Handtuch. Ja, wirklich. Meine Sarah hält Joels Händchen dann. Ja, meine auch. Isa, du schon hier? Ja, Chewie. Hi, wie geht's dir? Ah, es tut weh. Okay, ich mach's weg, das Gesicht. Sie verdienen die Wahrheit, auch wenn sie hart ist. Ryder? Cora? Tun Sie das nicht. Wir müssen uns jetzt auf den Nexus-Anflug vorbereiten. Was war das mit den Augen gerade? Wir haben Ihnen einiges zu erzählen. Da ist noch mehr. Sarissa hat die Bergung der Cat-Daten über Isharas Leben gestellt. Unser Sam hat das Nachfolgelog entdeckt. Sie? Eine ihrer verrückten Ideen hat Ishara Nein, getötet? Nein, die Cat. Ich brauchte Gewissheit, dass die Arche entkommen kann. Wir sind entkommen. Wieder und wieder, während die Cat uns gejagt haben. Es war nur Glück, dass uns Ryder gefunden hat. Wer ersetzt sie? Verdaria. Nun, ein Pathfinder mit ein wenig Demut kann vielleicht nicht schaden. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Ryder. Stimmt, Verdaria war auch wirklich sympathischer. Diese großen Augen, ja, diese Augen, was zur Hölle, das ist nicht Liara Chewie, die ist schon wahrscheinlich tot. Die sind nervös mit den Augen zu, ja, aber ganz nervös, ganz nervös. Ich habe eine Idee, du hängst einfach über Plakate mit einem besonderen Gesicht auf und die Gegnerviecher flüchten von
Alleine, das ist wahrscheinlich. Nein, wir machen... Ich habe es geschafft. Dann schafft Vidaria es auch. Ich habe sie vor den Cat beschützt. Vidaria ist nicht fähig, sie... Eine Jägerin ohne das Vertrauen ihres Teams steht allein. Sie ist ein Baum in der Wüste, der nur Trotz trägt. Meine Worte, Lieutenant? Sie sind wahr, Ma'am. Gehen wir. Sie sind in Sicherheit und nur das zählt. Asari sind immer weiblich, das stimmt. Soll ich das oder sind das alles Frauen? Die Quote scheint ja in Zukunft erfolgreich. Das sind Asari sind, aber beziehungsweise Asari sind in dem Sinne geschlechtslos. Sie sehen halt, aber sie haben halt einen physiologischen ähnlichen Aufbau zu Frauen. Und Liara wäre 730 oder so. Ja, okay. Hey, alles okay? Kann ich den heutigen Tag nicht einfach rückgängig machen? Und einem Pathfinder nicht alles nehmen, was sie liebt? Ich habe so sehr an Sarissa geglaubt, aber die Asari sind genauso orientierungslos wie wir. Wo ist Ryder? Ryder ist weg. Ryder verschwindet. Wir kennen unsere Mission und ich denke, wir finden uns ziemlich gut zurecht. Ich hätte das vielleicht nicht gerade zu einem Pathfinder sagen sollen. Danke, dass Sie auf der Lucinia für mich da waren. Darf ich Ihnen etwas sagen? Klar. Ihr Vater hat richtig entschieden, als er nicht mich, sondern Sie zum Pathfinder gemacht hat. Ich gehe niemals voran. Ich suche immer nach einem Mentor und einem Plan, dem ich folgen kann. Die Fehler, die ich als Pathfinder machen würde, wären schlimmer als Sarissas. Das stimmt wohl. Und was ich noch sagen wollte, Asaris können auch den Teil des Mannes einnehmen, wie auch immer das funktioniert. Sie können halt auch alle anderen, glaube ich, anderen Rassen schwängern, wenn sie wollen. Nein, sie sind monogeschlechtlich. Sie können durch Gedanken mit einem Partner zusammen... Ach ja, so war das, Alex. Auch mit Sam... allen Spezies und allen Geschlechtern. Ja. Das, ja. Die Degos beefen sich gerade draußen. Du musst mal mehr Bilder irgendwie davon posten, Tui. Asari Treiben ist, glaube ich, auch mit jeder Alienrasse, oder? Ja. Ich mag sie trotzdem. Das ist so das Blödeste, was du sagen kannst. Ich mag sie trotzdem. Sie haben uns auf Habitat 7 beschützt, die Arche der Asari gefunden und die Cat bekämpft. Und das alles ohne ein Pathfinder zu sein. Das ist einfach nur mein Job. Und Sie sind wirklich gut darin. Hören Sie, es war weder Ihre noch meine Entscheidung. Aber vielleicht sind wir ja beide genau da, wo wir sein sollten. Auch wenn wir Ihren Vater verloren haben. Das Leben geht weiter. Wenn man etwas nicht entfliehen kann, muss man es nutzen. Was haben Sie gerade? Oh, Ihr Vater hat sowas Ähnliches mal zu mir gesagt. Und es ist wahr. Ich muss über einiges nachdenken, aber mir geht's gut. Und ich werde da sein, wenn sie mich brauchen. Braucht mich nicht. Oh, wir haben die Loyalität vorgeschaltet. Das ist ja schön. Oh, jetzt haben wir wieder eine Mail von PB. Ach stimmt, wir müssen Pock noch zurück. Pock! Asari, Hana, Pornos werden in Mass Effect erwähnt. Hana sind Tentakel-Aliens. Wie die schaut. Ich hätte auch gern beide Geschlechter. Nee, ist klar, ey. Willst du noch mal mit mir reden? Ryder? Nein. Wir sehen uns Nein. Wir sehen uns nicht später. Wir sehen uns nie wieder, Cora. Es war nicht ein Vergnügen, mit dir eine Mission zu machen. Ibims Ayasari. Was? Loyalität kann man freischalten? Ja. Muss man auch. Vetra. Hallo, Vetra. Ryder. Tschüss. Gerne. Sie wissen, da kommen sowieso jetzt keine Gesprächsfunktionen wieder raus. Nur der einzige, wer mich hier interessiert, ne? Ob da nochmal Gespräche sind. Das klingt voll assi, wie ich gerade rede. Den einzigen, der mich hier gerade interessiert. Und die E-Mail-Adresse von, die E-Mail von Phoebe. Und ich glaube, das mit den Asari-Pathfinder, das wird gerade auch nicht konsequent mal wieder nicht ausgeblendet. Da ist er. Er will eh nichts gerade, aber ich weiß. Hi, Baby. Ja? Ah,
muss gehen. Bis später, Joe. Du willst ja nicht mit mir reden, Joe. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Immer wieder im Lurk-Modus. Natürlich, Fieber, mach das ruhig, mach das ruhig. Das wären die perfekten Sims-Charaktere. Das stimmt, also die Asari, wenn das die Aliens wären, das wäre wirklich super. Ich speichere mal kurz das Spiel. Warte, okay, dann Skill. Wir haben eh alle nicht gefühlt. Ich glaube, jetzt kann ich auch nicht mehr, ne? Nope. 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 Wir haben auch nur 10 Punkte. Aber ich wollte das Spiel auch nur speichern. Arsch. Und dann lade ich das nochmal eben nochmal neu, weil dann ist hoffentlich auch der Anzeigefehler. Nein, ich möchte das manuell speichern. Ja, okay, es ist auch... Okay, machen wir das. Ih, ein anderer Turianer als Garrus. Hä? Achso, Vetra. Ja, Vetra ist cool. Garrus, nein, ich finde Vetra und Garrus können sich gern den Platz der geilsten Turianer teilen. So, zum Humor aller Leute. Hallo Ryder. Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Warum mögen Elkor kein kaltes Futter? Weil sie Herdentiere sind. Danke, Sam. Das genügt. Ja. Ja. Ah, dann geben wir unserem kleinen Fluffy-Puppi ein bisschen Futter. Und dann habe eine Spur. Ryder. Hey, ich habe jemanden gefunden, der uns helfen kann, Pock zu finden. Man müsste ihn allerdings erst überzeugen. Wenn wir nach Kadera Port kommen, treffen Sie mich bitte in der Bar, ja? Holen wir meinen Bot zurück. Ja. Danke. Ich meine es ernst, danke. Ich bin noch dabei, alles zu sortieren, aber seit unserem Gespräch fällt es mir leichter. Videra wird Hilfe brauchen. Sarissa wirft einen langen Schatten und Videras Ausbildung ist noch nicht abgeschlossen. Mal sehen, was ich für sie tun kann. Sie würde bestimmt gerne mit ihnen reden, falls sie das nicht bereits getan haben. Lassen Sie uns bis dahin einfach ein paar Bösewichte angreifen, ja? Wir fliegen nach Hause. Herr Ryder, kennen Sie mich noch? Hidaria? Wir haben uns in Ihrem kleinen, hübschen, kleinen Außenposten unterhalten, während ich mich um die Evakuierung von unserer Arche gekümmert habe. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir fliegen nach Hause. Nachdem die Leusinia wieder auf dem Nexus, ist, haben sie die Leute und die Shuttles, um uns heimzufliegen. Meine Fresse, ich kann gar nicht lesen. Es heißt, dass das ohne sie nicht möglich gewesen wäre. Das glaube ich sofort. Danke für alle. Lieber Kunde, wir danken Ihnen für Ihren Einkauf und hoffen, dass Sie Ihre einzigartigen, sternenstarken, selbstgebrannten Köstlichkeiten genossen haben. Wir sind ständig dabei, unsere Getränke zu verbessern und neue Geschmacksrichtungen zu kreieren. Also beehren Sie uns bald wieder. Schönen Grüß, Seth, Gründer des Verbands. Ah, okay. Loggen wir einfach mal diese Mission ein von der PB. Zum Beispiel Matt. Talorium, Palim, wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Ja, ganz wichtig, esst mehr Backfisch. Backfisch, ich mag Backfisch. Hi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hey, Gustav, looking good today. Thank you. I mean, I just opened my hair, so. Pretty easy. How you do today? Wird Sternegasm jetzt eigentlich in Isargasm umbenannt oder so? Ich weiß es auch noch nicht so genau. Ich gucke einfach mal, was so passiert. Ansonsten muss ich wahrscheinlich die Emotes nochmal neu hochladen. Garrus und Shepard machen zusammen die Gabelstellung wegen Löffelchen und Spikey und so. Ach so. Ich hasse Ferrero. Seit 3 Wochen haben sie die Rezeptur von Nutella geändert und jetzt schmeckt es wie brauner Müll. Ernsthaft? Krass. Nutassa. Was ich super gerne esse, ist halt Nuspli, aber ich finde Nutella auch sehr, sehr lecker. Thank you, I'm simply born this way. Und viele andere sind allein schon besser, weil sie kein Palmöl enthalten. Yeah. I've studied for my exam for 8 hours, but I also bought Super Smash Bros. 4 for my 3DS and 3 Amiibos. Aww! Then chill a little bit with that. I hope you will do this. So! Wir sind in einer Parkbahn. Oh, ich abgeschlossen. Cool. Ich habe sie gar nicht gescannt, als wir sie angeflogen sind.
Ach, mir geht's immer gut. Backfisch steht vor mir und bereue, dass es kein weiteres Update-Add-on von Andromeda mehr geben wird. Ja. Ja, aber da sind wir alle ein bisschen traurig drüber. Das haben sie leider ein bisschen verkackt, ne? Das muss man echt leider mal so sagen. Aber lass sie den Backfisch wenigstens spielen. Brotschokolade, diese dünnen Schokoladenscheiben, die man aufs Brot macht. Das finde ich ekelhaft. Also ich finde das... Essenzschnitten finde ich total so fürchterlich. Weil ich habe gerne Schokolade auf dem Brot gestrichen und nicht als Platte da liegen. Das mag ich nicht so gerne. Tatsächlich nicht. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir Pock zurückholen. Aber Chewie, ich weiß, du isst natürlich alles, von daher ist es vollkommen egal. Brot Hawaii geht immer. Jetzt im Orbit von Kadera. Achso, wir sind wieder auf Kadera, okay. Ist aber halt nur Schokolade und kein Schokonuss. Ich liebe es seit echt. Nee. Warte, das ist der Architekt. Genau, das ist der Architekt. Und dann landen wir wieder auf Kadera, wo wir schon lange nicht mehr waren. Gefühlt sind wir nur auf Kadera. Und die Reuterstreusel. Nussi gibt es ja noch. Oder Pflaumenmarmelade oder Erdnussbutter. Erdnussbutter mag ich leider nicht, weil ich Erdnüsse halt nicht mag. Aber Pflaumenmarmelade ist richtig geil. Aber was mein All-Time-Favorite auf dem Brötchen oder zum Frühstück ist, ist Rübenkraut. Und das kennen voll viele nicht, beziehungsweise voll viele mögen das irgendwie nicht. Butter, Wein mit Nutella. Boah, das stelle ich mir richtig vor. Das würde ich Tenzu zu gerne mal servieren. Hawaii-Brot mit Nutella. Ich glaube, dann tötet er mich. Aber das ist auch gut. I like it. So, wir wollen in die Bar. Was kommt wohl als nächstes in der Mass Effect-Reihe? Denkst du, dass man als nächstes Sherpa-Story fortsetzen wird? Dass es in Mass Effect Andromeda 2 geben wird? Oder es etwa ganz anderes wie die Zeit vor Mass Effect 1? Um ehrlich zu sein, dadurch, dass das EA published, werden wir erst... Ich glaube persönlich, wir werden lange nichts mehr von Mass Effect hören. Es soll Mass Effect Andromeda wird ja über Bücher weitergeführt. Das heißt, es wird da auch erstmal kein Spiel geben. Ich denke, wir werden sich auch mehr auf Anthem momentan fokussieren. Da ist ja das ganze BioWare-Team mit, glaube ich, reingeworfen worden. Und also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber meine Shepard ist tot. Also da kann man, ich habe diese DLCs eben nicht runtergeladen. Ich habe halt das richtige Ende von, also so wie das ursprüngliche Ende von Mass Effect gespielt und meine Shepard ist tot. Was ich aber cool fände, ist halt, aber das wäre viel zu riesig, wenn man halt, je nachdem wie man sich am Ende, da wo Shepard ebenfalls stirbt, entschieden hätte, dass es da irgendwie weitergeht und man sieht einfach, was deine Entscheidung für einen Einfluss auf die Zukunft der Milchstraße gehabt hätte. Das wäre cool geworden. Oder Camembert mit Erdbeermarmelade. Boah, Camembert, so überbackener Camembert ist richtig geil. Ich mag am liebsten Butter mit Honig auf meinen Vollkornbrot. Ja, Butter mit Honig ist auch geil, aber Rübenkraut auf einen frisch getoasteten Toast, wenn er noch schön warm ist, mit Margarine. Ah. Ich bleibe da lieber bei morgens Tasse Kaffee und ein Brötchen mit Rübensirup. Das meine ich doch! Rübensirup ist das ja mit, Das ist so gut! Das ist so gut! Du lebst? Natürlich! Hä? Society? Ich bin auch voll oft immer am Stream. Was ich auch gerne esse, ist Toastbrot mit Frischkäse, dann Bananenscheiben und oben drüber Honig. Das klingt auch richtig, richtig gut. Und ich habe langsam richtig Hunger, Leute. Ist nicht nett von euch. Sie sind mein neuer bester Freund. Ah, Ryder, darf ich Ihnen meinen neuen besten Freund vorstellen? Wie war nochmal Ihr Name? Samrick. Na klar, richtig. Also Samrick hier ist total süß. Und er kann gut verstehen, wie traurig ich darüber bin, dass mir Pock gestohlen wurde. Er hat früher mit unserer Freundin Kalinda zusammengearbeitet und weiß, wo sich ihre Crews treffen. Er kennt ihre Unterschlüpfe, Sammelpunkte und so weiter. Aber Sorority, das ist ja kein Verschulden auf meiner Seite. Aber schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute? Ich nehme an, er wird Ihnen verraten, was Sie wissen wollten. Naja. Hören Sie, ich weiß die Drinks und Ihre Schmeicheleien echt zu schätzen, aber
Kalinda mag es nicht besonders, wenn man über ihre Geschäfte quatscht. Sie hat mich ziemlich übel zugerichtet, als sie mich aus ihrer Gang geschmissen hat. Und ich habe keine Lust, dass sich das wiederholt. Sie sitzen in einer öffentlichen Bar in Kadaraport. Mit uns. Kalinda wird davon erfahren und vom Schlimmsten ausgehen. Ja, und selbst wenn sie 30 oder 40 Mal schreiend ihre Unschuld beteuern, wird ihr das vermutlich nicht reichen. Also können sie uns auch einfach erzählen, was wir wissen wollen. So springt für sie zumindest noch ein kostenloser Drink raus. Okay, scheiß drauf. Sie haben vermutlich recht und ich habe immer noch Durst. Danke, Ryder. Ich glaube, er wird jetzt kooperieren. Ich werde schon bald wissen, wo ich Pock finde. Wie wär's mit ofenfrisches Baguette mit Knoblauchbutter? Ist auch super.